Oh, ich finde es fürchterlich, wenn die Kamera immer so nah ist, aber ich habe keinen langen Arm, das müsst ihr jetzt ertragen. So, Gnus, hallo. Das ist jetzt ein etwas spontanes Video. Ihr wisst ja, ich muss sonst immer zu Hause aufnehmen und drinnen und heute ist so geiles Wetter. Ich möchte unbedingt raus und deswegen habe ich mir gedacht, packe ich jetzt spontan einen Hund ein, aber nur einen, weil beide kann ich nicht ausführen. Und erzähle ich mal so ein paar Sachen von mir allgemein, wie es bei mir so aussieht und so weiter und so fort. Die meistgestellten Fragen von euch, zum Beispiel, warum ich nicht sage, wer mein Freund ist oder sonstiges. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal los, ich packe den Hund ein und ihr kommt mit. All you need is love and a Gnu. Merkt euch das, Leute, das ist wichtig. Ja? Ja, alles gut? Aber eigentlich führen wir immer nur zwei aus, aber da muss er jetzt durch. Ich würde sagen, wir gehen, oder? Gehen wir? Du bist eigentlich gar nicht so brav, wie du gerade tust. Komm, gehen wir, komm. Komm. Also eigentlich muss ich sagen, Twitch und YouTube sind mega cool, aber es braucht sehr, sehr viel Zeit und ich merke gerade jetzt an so einem Tag, wo ich ein bisschen draußen bin und mal wieder Sonne sehe, wie geil das eigentlich ist und wie viel Zeit man eigentlich investiert. Das ist schon viel. Kackst du etwa? Oh nein. Oh no, that shit is real. Yoshis Bewährungsprobe. Yoshi isst lieber Stöcke. Interessier dich einfach nicht für den Hund, Yoshi. Kau einfach. Genau, das schmeckt. Das schmeckt, Yoshi. Iss ruhig ein bisschen weiter. Du willst ja gar nicht. Go Wedgie. Go Wedgie, Yoshi. Go Wedgie. Komm, go Wedgie nochmal. Komm, mach nochmal für die Kamera. Go Wedgie. Wie geht man Wedgie? Genau so macht man Wedgie. So, ich bin jetzt wieder auf meinem Balkon, weil es stürmt viel zu sehr. Hier oben ist immer sehr, sehr windig. Und Yoshi ist dann noch in Spreißel getreten, deswegen dachte ich mir, dann mache ich das hier einfach in Ruhe bei einem wunderschönen Wetter auf meinem Balkon. Es ist so schön warm. Tut richtig gut. Die meistgestellten Fragen sind eigentlich, wie ich das alles so manage mit Hobbys, Freund und Job und so weiter. Darauf komme ich jetzt einfach mal zu sprechen. Ich habe seit letzter Woche habe ich arbeiten angefangen. Das heißt, ich arbeite jetzt eigentlich jeden Tag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Montag heißt es dann also direkt nach der Arbeit direkt nach Hause, dann ist der Stream. Dann Dienstag fahre ich direkt von der Arbeit ins Breakdance-Training, da bin ich auch immer um 22 Uhr zu Hause. Mittwoch wieder Stream, auch 18 Uhr aus. Donnerstag direkt von der Arbeit rüberlaufen zum Bauchtanzen. Freitag habe ich eigentlich bis 13 Uhr, muss aber auch oft länger machen, sind dann zwar Überstunden, aber trotzdem. Und dann auch noch Stream. Dann kommt das Wochenende, das heißt ja für viel Entspannung. Für mich aber eher nicht. Ich muss dann meistens Videos machen und das braucht auch sehr viel Zeit. Das Video ist jetzt relativ spontan, weil ich hatte den Samstag auch voll mit Stream und habe so viel zu tun, auch für Twitch. Und Sonntag ist dann so der Tag, wo ich eigentlich entspanne. Dieses Wochenende eigentlich auch, aber jetzt mache ich halt das Video. Ist schon hart und wenn ich so überlege, ich habe meine beste Freundin
die Ruby das allerletzte Mal gesehen, wo wir wirklich Zeit hatten, was ausgemacht haben, auf der Gamescom letztes Jahr, 2016, im Juni. Im August. Das ist schon heftig. Und gerade an so Tagen wie jetzt merke ich, wo halt echt viele Freunde schreiben, hey, kommst du mit, Shisha-Bar oder gehen wir einen Cocktail trinken? Ich kann nicht mehr spontan sein. Soll auch nicht schlimm sein, es macht mir auch Spaß, ich mache das gerne. Aber mir fällt halt gerade an so Tagen wie jetzt auf, dass man halt generell wenig Zeit für sich selbst hat. Wie gesagt, ich verdiene mit YouTube kein Geld, mit Twitch momentan auch noch nicht. Ich kriege zwar Donations, aber die gebe ich ja für Verlosung aus. Das macht das alles hobbymäßig. Und macht mir aber auch so viel Spaß, dass ich da überhaupt nicht irgendwie drüber nachdenke, boah, ich habe viel zu wenig Zeit oder irgendwie rumjammern würde. Im Gegenteil, also ich glaube, ich würde es eher vermissen, wenn ich es nicht mache. Aber ich nehme die Sache halt auch ernst. Mir ist auch wichtig, dass ich verlässlich bin und sage, wenn ich um die Uhrzeit da bin, dann bin ich auch da. Oder wenn ein Video kommen soll, dann soll auch ein Video kommen. Und dann noch zu der Frage, weil ja auch viele immer sagen, ja, warum möchtest du nicht preisgeben, wer dein Freund ist und sonstiges. Ich denke mir immer, das ist ja mein Channel und das ist meine Sache, unterstützt mich zwar auch und alles. Und klar kostet es auch viel Zeit, aber andererseits hat er ja damit gar nichts zu tun. Und wenn ich überlege, ich hatte ja sehr, sehr schlechte Erfahrungen, das habe ich auch schon beim Stream angesprochen, in meinen letzten Beziehungen, und ich bin deswegen sehr skeptisch und denke mir, wenn es dann mal vorbei ist, dann muss man sich rechtfertigen, warum, und da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Und ja, deswegen auch generell, wenn ich überlege, ich hätte früher schon YouTube gemacht und hätte irgendwie meinen Partner gezeigt, der mich ja von hinten bis vorne des Todes verarscht hat, was hätte ich denn dann sagen sollen? Also das ist dann halt immer so blöd, deswegen habe ich gesagt, ich halte ihn da einfach komplett raus. Und das ist, glaube ich, auch einfach das Beste. So viel mal dazu. Auf jeden Fall für jeden, der irgendwie mit Twitch oder so anfängt, habt einfach Spaß an der Sache. Und wenn ihr dann doch merkt, es nimmt euch zu viel Privatzeit oder Privatsphäre, dann nehmt halt ein bisschen mehr private Zeit. Ich meine, ich bin generell ein Mensch, der halt gern zu Hause ist. Ich will dieses Arschloch. Ich bin halt generell ein Mensch, der gerne zu Hause ist und nicht so viel halt irgendwie unternimmt. Deswegen für mich ist das okay. Andere sagen, oh, du hast ja gar kein Leben. Oder meine Mutter meint, oh, du hast ja gar kein Leben. Geh doch mal aus mit Freunden. Das habe ich davor auch nicht gemacht. Halt's Maul! Naja, wir beenden hier jetzt die Aufnahme, weil der dumme Nachbarhund nervt wieder extrem rum. Wenn es euch gefallen hat, Hüfchen nach oben würde mich sehr freuen. Und ihr wisst ja, ab Mittwoch kommt dann wieder Gaming. Also keine Let's Plays. Let's Plays gibt's auf Twitch. Gaming gibt's dann wieder so kleine Horror-Games, wie ihr es gerne mochtet. Oder halt irgendwie Best-ofs oder lustige Spiele. Da habe ich wieder ein bisschen rumgesucht, habe viele coole Sachen gefunden. Und Sonntag halt Vlogs, wie jetzt was Spontanes, Comedy oder eben Making-ofs. Making-ofs werdet ihr bald sehen, was ich damit meine. Ja, und halt eben allgemein Duke Nu und so Sachen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und denkt dran, Leute, bei so einem schönen Wetter, geht einfach raus, versucht eure Beschäftigung, auch wenn es irgendwas zu schreiben ist, draußen zu verlegen. Es ist so ein schönes Wetter. Und dann sage ich... Ich sage wie immer Ade mit E. Waschi!